Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Reingeschaut. Heute spielen wir mal Paladog. Also ein Hund, der Paladin ist, scheinbar. So, auch hier habe ich noch nicht reingeschaut, ist also völlig blind, was ich hier spiele, aber es gefiel mir einfach vom ersten Bild her und deswegen testen wir das mal an. Man hat am Anfang nicht viele Möglichkeiten, man kann eigentlich nur auf Play drücken. Das machen wir dann. Ja, dann nehmen wir mal so einen Empty Slot, ne? Start. Game Difficult. Ich würde sagen, wir spielen auf normal. Okay. In a different distance future. Ja, ich lese mir jetzt nicht den ganzen Text hier durch, das würde mir zu lange dauern. Es soll ja nur um Reingeschaut gehen und nicht um ein komplettes Let's Play. Von daher, es gibt aber zumindest ein Intro, was man sich angucken kann. Schön gestaltet hier mit irgendwelchen Schriftrollen oder Wandzeichnungen oder was auch immer. Aber in solchen Schriften, die ich nicht lesen kann und die Übersetzung, der traue ich einfach nicht. Deswegen klicke ich sie einfach weg. Ja. Und da sind wir. Paladog. His name was Paladog. Was auch immer. Okay. Jetzt müssen wir nur wissen, wie wir das Ding spielen. Okay. Ja, viel Glück. Okay. Nummer 1. Monkey the Pirate. Hm? Okay, da laufen also jetzt ein paar Kinder oder sowas von ein paar Zombies weg. Die rufen um Hilfe. Okay. Dann kommt Paladog. Und vertreibt die. Okay. Ja, ja, laber nicht so viel. Okay. So, to move A und D. Okay. Next. Food. Use in summoning units. Okay. Was ist das für eine Tastenkombination? Okay. JKL ist also hier hinten. Um die verschiedenen Sprüche zu machen. Okay, da oben haben wir noch das Level und die Experience. Unser Hells, Gegner Hells, das Gold, was wir haben. Da kann man auch Pause machen. Schön. Tipp. Each unit can use a special skill within the area. Our area. Ist egal, komm. Okay, wir können uns auch mit der Maus kontrollieren, okay. Let's the battle begin, okay. Okay. So, also wir reiten hier mit vorwärts. Und wir haben ja nur J zur Verfügung. Ich tue mal eben die Maus hier so ein bisschen raus. So. Und da kommt ein Zombie. Also wir müssen auf jeden Fall irgendwie diese Base kaputt machen. Und es dauert noch ein bisschen, bis wir, bis wir die Faust wieder verwenden können. Ich habe jetzt auch gerade mal so eine Maus gerufen. Ich weiß nicht, ob man die ankommt. Oh, wir müssen ein Stück weg. Da kommt unsere Maus. Die versuchen wir jetzt durch zu verteidigen. Aha. Oh, oh, oh. Level up. Drains XP Points, hast aber Luck. Ich mach. Ja, mehr XP ist immer gut. So. So, mal ein paar Mäuse hier rufen. Oh, eine Maus wurde ein bisschen K.O. schon. Rufen wir ein paar mehr. Also, wir müssen immer das Essen dafür verwenden, um neue Units zu rufen. Wir stellen uns selber hier hin, um die Mäuse ein bisschen zu, um den Mäusen ein bisschen zu helfen. Logischerweise. Und versuchen dann diese gegnerischen Tower kaputt zu machen. Genau. Jetzt haben wir schon einiges an Mäusen hier. Und zusammen mit meinen Powerfaust machen wir da ordentlich Schaden. Gehen wir ein bisschen näher ran. So. Und immer wenn wir können, rufen wir eine neue Maus, damit wir auch genug haben. Oh, Level war schon wieder. Nö, machen hier mal das weiter. Hopp, neue Maus. Hopp, neue Maus. Oh, jetzt, da kommen auch einige zu mir, aber es sind auch schon genug Mäuse da. Und meine Faust macht den Rest. Oh, mehr Mäuse, ich brauche mehr Mäuse, ich brauche mehr Mäuse. Ja, da machen sie Schaden. Und da ist es gleich zu Ende. Jawohl. Jetzt können wir leider nichts mehr machen.
Da haben wir also die erste Runde geschafft. Und 776 Gold eingesammelt und nochmal 1000 extra gekriegt. 2 Minuten 17 habe ich gebraucht. Okay. Dann können wir noch eine Runde versuchen. Wir können also upgraden. Entweder die Maus. Check Unit Info. Bla bla, Gold. Okay. Wir können also den upgraden oder wir können den upgraden. Oder kriegen wir den jetzt neu dazu? Wir machen hier mal ein Upgrade. Yeah, Level Up. Und noch eins. Jawohl. Und noch eins. Man kann die bis zu 20 aufshoppen, hochleveln. Wir haben jetzt 4. Okay. Hero. Unit. Okay. Next. Da gibt's einen Shop. Okay. Brauchen wir nicht. Map. Einfach das zweite Ding anfangen und dann zeigen wir euch nochmal, was hier jetzt Sache ist. Also, los. Reiten. Sobald ich kann, werde ich eine Maus erzeugen. Diesmal warte ich nicht so lange wie beim letzten Mal. So. Und da gehen die... Oh, zwei gleich hintereinander. Das war ja auch interessant. Und wieder eine Faust. Aber wir müssen ein Stück zurückweichen. Okay, da kommt meine ersten Mäuschen. Gucken, ob sie die Maus schon kann. Wahrscheinlich noch nicht so viel. So, weiter geht's. Da ist der erste große Zombie schon wieder mit freiliegenden Gehirnen und so. Und da sind meine Mäuse schon vor in deren Basis und machen schon richtig Schaden. Die sind auch schon Level 4 jetzt, ne? Und ich glaube, ich kann höchstens 10 Stück haben, deswegen steht ohne 10 oder was. Kann das sein? Und das müssten wir eigentlich relativ schnell hier gebacken kriegen. Dadurch, dass meine Mäuse ja doch schon ganz schön viel Schaden machen und ich mit meiner Faust ja sowieso. Bam! Paladok! Sieht doch aus wie so ein kleiner, echt so ein kleiner Terrier, der da auf dem Pferd sitzt. Lustig gemacht auf jeden Fall. Kann ich nur weiterempfehlen. Macht auch ganz schön Spaß, hier die Zombies mit den Mäusen und mit den mit der Faust zu verprügeln. Also schaut euch auch mal dieses Game an. Nämlich erst Level 3. Das ist voll süß, so meine süßen Mäuse gegen so böse Zombies und so. Steht schon einiges an Mäusen rum jetzt, ne? Oh, Level Up, ja. Hier. Zack. Oh, eine Maus von mir ist gerade ein bisschen... Oh, da kommt ein großer Zombie, oh. Nein, meine Mäuse sterben. Dabei hätte ich gedacht, ich hätte schon fast gewonnen, aber nee. Ah, nein. Ich brauche mehr Mäuse. Ist also doch scheinbar nicht so einfach. Los, 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 los. Verprügelt sie alle. Also der große Zombie ist quasi so wie ich. Auf meiner Seite macht der verdammt viel Schaden und macht, bringt alle um. Ja, aber ich habe halt sehr viele Mäuse schon da. Einfach richtig übelst krassen Damage machen. Nur ein Schlag und der bringt eine Maus um. Ja. Komm, verprügel den Zombie, damit wir durchkommen. Ja. Ah, schon wieder zu viele Zombies, zu viele Zombies, zu viele Zombies. Komm, ist doch schon fast tot, ja, das ganze Ding. Ja, jetzt habe ich genug Mäuse da. Egal, ob er die umbringt oder nicht. Ah, jetzt ist es kaputt. Jawohl, wir haben es geschafft. Juhu, zweite Level auch geschafft. Ja, es ist halt so ein Tower-Attack-Spiel, glaube ich. Ich weiß nicht, wie nennt man das, wenn man so von einer Seite auf die andere Armeen losschicken muss. Naja, mit dem Unterschied, dass man sich selber halt auch noch dabei spielt und auch noch so eine extra Fähigkeit hat. Wie gesagt, schaut euch an. Wir sehen uns im nächsten Reingeschaut. Tschüss.